Hi, das ist wieder mal No Cut Malt mit Cotti. Heute habe ich wieder eine Deko auf dem Tisch, eine Serie und werde nachher einen Bogen zu dem heutigen Whisky spannen. Die gehören nämlich im gewissen Sinne zusammen. Ja, was habe ich da? Ich habe heute die Serie Breaking Bad. Die werden 95% der Menschen kennen, die mir zuschauen. Ich erkläre trotzdem etwas dazu. Ich versuche mich kurz zu fassen und dann spanne ich einen Bogen zu dem Whisky und dann geht's weiter. Breaking Bad ist eine amerikanische Serie. Die habe ich auf Netflix entdeckt. Ich meine, da läuft sie noch. Hab mir dann diese Box gekauft, weil wenn mir Serien gefallen, dann kaufe ich mir eine Box, um die zu sammeln. Und zwar geht es in dieser Serie erstmal am Anfang um einen ziemlich biederen Lehrer, den Mr. White. Das ist ein ziemlicher Loser. Der ist zwar Chemielehrer, arbeitet aber nebenbei in einer Waschstraße. Hat eine Frau, einen behinderten Sohn und ja, eines Tages trifft er auf seinen ehemaligen Schüler, den Jesse Pinkman, und Jesse Pinkman beschäftigt sich mit, ja, Crystal Meth kochen und verkaufen. Mit seinen Kumpels verkaufen die das. Und irgendwie treffen die aufeinander und dann sagt irgendwann der Lehrer, Mr. White, was stimmt mit dir nicht? Du kochst da Crystal Meth, dreckiges Zeug, guck dir mal deine Werkstatt an, guck dir mal deine Küche an. Das Zeug ist überhaupt nicht rein. Ich könnte dir zeigen, wie das richtig geht. Und irgendwie kommt es dann auf Umwegen dazu, dass sie anfangen, gemeinsame Sachen zu machen. Ja, kaufen sich so einen alten Camper, fahren in die Wüste. Das ist in Amerika, Nähe Mexiko, da gibt es viel Wüste. Fahren in die Wüste, kochen dort Crystal Meth. Und innerhalb der Staffeln, sagen wir mal, entwickelt sich das Ganze zu so einem Drogenimperium mit den beiden. Und der Mr. White, der Lehrer, hat einen Schwager, der heißt Hank Schrader. Und der Hank Schrader ist ein Drogencop. Und der Mr. White ist irgendwann so groß in der Drogenszene, dass die Polizei Wind von ihm bekommt. Die wissen, dass es ihn gibt, die wissen aber nicht, wer das ist. Und es ist immer so, dass die sich treffen, der Lehrer und sein Schwager zu Hause bei dem oder bei dem. Und der Drogencop, der Hank Schrader, weiß überhaupt nicht, wen er eigentlich vor sich hat, dass es eigentlich sein Schwager ist, den er sucht. Und eines Tages treffen die sich bei dem Schrader zu Hause, bei dem Hank Schrader, und er kommt irgendwie fertig von der Schicht und ist kaputt und holt sich einen Whisky raus. Und die trinken einen Whisky. Und dieser Whisky, den die in dieser Serie trinken, das ist dieser hier. Ich dachte früher, das heißt Knob Creek. Ich habe jetzt gehört, das heißt Knob Creek oder Knob Creek. Diesen haben die getrunken. Ich bin mir jetzt allerdings nicht mehr sicher. Ich habe versucht, die Folge zu finden. Ich weiß, der ist nämlich 9 Jahre alt. Ist schon Brett. Ich weiß nicht, ob da dieser Whisky, den die getrunken haben, ob das der mit 9 Jahren war oder ohne Altersangabe. Ganz am Anfang gab es den. Hier steht, also seit 1992. Am Anfang haben die den rausgebracht mit 9 Jahren. Dann hatten sie wahrscheinlich nicht genug Neunjährige. Dann gab es den ohne Alter. Und irgendwann vor 2, 3 Jahren kam der Neunjährige wieder auf den Markt. Und damals habe ich mir den gekauft. Ich fand ihn recht stark, aber lecker. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich schon die Serie vorstelle, dann
stelle ich auch den Whisky vor. Ja. Und das ist, wie gesagt, ein ziemliches Brett. Knob Creek, Kentucky Straight Bourbon Whisky, 9 Jahre alt, 50 Volumenprozente, also 100 amerikanische Proof, nicht gefärbt, nicht gefiltert, ja, und das Ganze kostet so knapp 30 Euro. Ich habe mir den jetzt bestellt, habe den mit Versand, habe ich 35 bezahlt. Aber ich habe einen Local Dealer, bei dem kostet er, glaube ich, 33 oder so. Also so sagen wir mal 30, um die 30 bekommt man den immer. Ich schenke schon mal ein. Einfach guter Whisky. Guter, solider. Ich habe hier schon ein bisschen wieder abgetrunken, probiert. Ja, wie schon gesagt, ein richtig tolles Zeug. Kentucky Straight Bourbon Whisky, da darf der nicht gefärbt werden. Und wenn man sieht, 9 Jahre alt, ja, jetzt habe ich hier keinen Zettel, kein nichts Weißes. Wenn ihr euch das anschaut, der ist richtig, richtig dunkel. Und das ist ohne Färbung. Ne? Kentucky Straight Bourbon Whisky muss ja mindestens 2 Jahre in Eichenfässern gelagert werden, in frischen amerikanischen Weißeichenfässern muss der gelagert sein. Der ist 9 Jahre gelagert und die werden ausgebrannt und alleine dadurch bekommt er die Farbe. Und ich bin wirklich begeistert. Hier ist noch so eine Reliefschrift, Knob Creek, Small Batch. Ja, dazu steht hier nichts. Also was, wie small das tatsächlich ist, wissen wir nicht. Und die ganze Marke gehört zu Jim Beam. Jim Beam die gehört nicht nur zu Jim Beam, sondern wird auch wirklich bei Jim Beam gebrannt. Da gibt es so einige Marken, die bei Jim Beam gebrannt werden. Premium-Marken. Und zwar ist es der Knob Creek. Dann gibt es einen Basil Hayden, Baker's, Booker's. Ja, das sind Premium-Marken, die aber trotzdem bei Jim Beam unter einem Dach gebrannt werden. Der ist 9 Jahre alt und jetzt verkosten wir den mal endlich. Genug gequasselt. Nase rein, Tester sein. Ja, und er riecht schon ziemlich stark. Die 50% merkt man ihm an. Ja, also man hat hier eine Vanille drin, eine gewisse Nussigkeit. Ja, würzige Eiche. Nach 9 Jahren darf der auch nach Eiche riechen. 9 Jahre im Fass. Und sehr würzig. Also so ein richtig schöner. So eine schöne würzige Nase. Und eine Süße, die jetzt sagen wir mal eher dezent ist und ist nicht fruchtig und auch nicht irgendwie so. Manchmal hat man eine Honig, eine Karamellsüße. Das ist eher für mich wie so ein, wie nennt sich das auf Deutsch? Also Englisch heißt das Maple, Ahornsirup. Wie Ahornsirup, so eine Süße. So eine schwere Süße. Da unterscheidet sich übrigens sowas sehr deutlich von so einem ganz billigen Discounter, zum Beispiel Discounter Whisky, wenn man da so einen Kentucky Straight Bourbon Whisky bekommt. Manchmal ist das noch nicht mal Kentucky Straight, sondern einfach nur American Whiskey. Aber diese ganzen günstigen, die sind sehr, 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 sehr süß. Aber diese Würze fehlt mir. Und hier ist diese Würze drin. Und die Süße ist nicht so knallhart, wie die manchmal bei den billigen ist.
Wie gesagt, Vanille, Nuss, Nussaroma, also Nussigkeit, Würze, Eiche, Ahorn, Sirup, Süße, sowas. Toll. Dann Cheers. Oh ja, der schiebt ganz schön. Den könnte man sogar noch verdünnen. Nussigkeit. Das erste, was ich habe, ist die Nussigkeit. Also richtig eine Nussfracht. Dann die Würze. Süße kaum. Süß, ja, aber ganz schwach. Brennt so leicht auf der Zunge. Im Abgang brennt er so ein bisschen. Und man hat lange was im Mund davon. Der ist nicht sofort weg. Man hat im Mund die Zunge ist noch so belegt mit so einer leichten Süße, diese Nussnote. Die bleibt einem länger erhalten, ist nicht sofort weg. Das ist schon mal sehr gut. Toll. Wirklich gut. Wenn ihr einen Kentucky Bourbon, Kentucky Straight Bourbon gerne trinkt, vielleicht kennt ihr den, schreibt das in die Kommentare. Wenn nicht, eine klare Empfehlung. Auf jeden Fall schöne dunkle Farbe, ja, schön dunkel, schön lecker. Jetzt nicht, es ist, ich habe schon Bourbon-Whiskys getrunken, die waren noch vielschichtiger, die hatten noch mehr Aromen, ist klar. Aber für 30 Euro ist das echt eine Bank. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch den mal in den Internetshops. Ist der eigentlich überall verfügbar? Lecker. Leckeres Zeug. Logischerweise nicht gefärbt. Der ist auch nicht gefiltert. Schöne Farbe. 50 Volumenprozente. 9 Jahre alt. Sowas bekommt man sonst nicht so schnell für 30 Euro. Klare Empfehlung. Kommentare nicht vergessen bezüglich Serie. Wie findet ihr die? Kennt ihr die? Seid ihr auf den Geschmack gekommen, falls ihr die Serie nicht kanntet? Kennt ihr den? Wie findet ihr den? Würdet ihr den kaufen? Abonnieren nicht vergessen. Das war's für heute. Vielen Dank. Ciao.